Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir werden heute mit den 105er FX DAF unterwegs sein. Containertransport auf der Euromap. Wir sind gerade auf dem Bremer Containerhafen und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Oder besser gesagt, wir sind hier in der Nähe vom Bremer Containerhafen und ich habe hier eine Stewardess mitgenommen. Ja, Bremerhaven. Ja, mal gucken, wie SCS das hier umsetzt, ne? Aber guckt euch das an. Also, wenn die Leute von der Euroadmap diese Karte dann auch hier überarbeiten mit Bremen und etc. Ich hoffe, dass hier der Bereich nochmal reinkommt. Ja? Ja, Bremerhaven, Cuxhaven, das soll ja, glaube ich, in der Euromap beim nächsten Update vielleicht dazukommen. Oder bei der vom SCS. Da bin ich mal gespannt. Ich bin echt gespannt. Dort hinten ist der richtige Containerbahnhof, ne? Oder dieser Schiffsverladebereich. Und ich werde jetzt erstmal hier schön gemütlich mit dem DAF eine Runde drehen. Ach, ich dachte mir, komm, den nutzt du nochmal, weil ich habe irgendwie leichte Probleme mit dem Wechselbrückensystem gehabt. Aber ja, so sei es. Ich gucke mal, vielleicht bin ich ja heute spontan live. Ich habe nämlich eine Anfrage oder ich habe mal gefragt, oder wie sag ich mal, es gibt ja jetzt hier dieses Delta Force, ne? Diese neue Free-to-Play-Spiel, was noch nie offen oder drin ist, also so ein Battlefield, aber halt Delta Force. Und das kann man, wenn man eine Anfrage stellt, auch umsonst mal austesten. Vielleicht habe ich das Glück, wenn nicht, dann nicht. Aber wenn doch, dann kann es durchaus sein, dass wir die nächsten Tage, vielleicht sogar heute Abend, das nochmal sehen. Sonst, ja, weiß ich auch nicht. Sehen wir es vielleicht irgendwann. Oh, sieht das nicht klasse aus? Ist das nicht schön? Hier mit dem LKW, mit den passenden Frachten jetzt hier oben drauf. Herrlich. Finde ich super. So, jetzt mal schauen, was haben wir denn hier? Rot. Rote Ampel, weit rote Ampel. Naja. Insgesamt haben wir 135 Kilometer. Ich fahre ja so ein bisschen geschlängelt durch die City. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Die ganzen Container, das gibt es natürlich. Ich glaube, 1,3 Gigabyte groß ist dieses Paket. Ja, dann könnt ihr das auf eurem Flachauflieger nutzen. Ich habe hier von. Ich habe es von Krone genommen, ne? 510 PS, ja, ist schon ordentlich, ne? Das ist schon sehr ordentlich. Was ist denn da los? Warum fahren die nicht? Da pass mal auf, hier ist wahrscheinlich wieder Houston, wir haben hier ein Problem, ne? Zu viel KI. Machen wir mal wieder einen auf Maximus. Machen wir Warnblinker an. Guck mal, wo das Problem ist. Es liegt da vorne an dem LKW. Ja. Also kann es durchaus sein, dass die hier. Ja, was ist denn hier passiert? Warum ist der LKW hier so komisch? Auch 105er darf. Ja. Sieht ja nicht gut aus für uns. Ja, fahren wir mal hier rum. Oh, schön. Freie Fahrt für freie Bürger. Los geht's, meine Freunde. Los geht's. Ach, ich muss wirklich sagen, ich bin hier sehr, sehr, sehr gerne hier unterwegs auf der Map. Und was ich auch immer wieder sagen wollte, wenn ihr gerade die Modder, die hier mich manchmal kontaktieren, ich gucke nicht auf so viel auf Instagram oder auf YouTube. Auf YouTube schon, ja, da kriegt es schon irgendwie mit. Aber wenn die Videos jetzt ein paar Tage alt sind, dann kriege ich das meistens gar nicht mehr mit. Ja, muss ich einfach mal so sagen. Besser ist dann halt auf Discord. Aber jetzt nicht jeder von euch mich jetzt auf Discord anschreiben. Ja, das ist dann auch manchmal ein viel. Manchmal willst du nur ganz kurz mal reingucken auf Discord und dann das ist die ganze Reihe voll mit Anfragen, ne? Ist denn ja auch manchmal ein bisschen anstrengend. Naja, wer das eine will, muss das andere mögen, ne? Und was haben wir hier vom Problem? Das nächste Problem mit dem LKW. Ach je. Na, pass mal auf, ich habe eine Idee. Also, hier scheint wohl ein bisschen der Platz zu fehlen, wa?
Hier scheint der Platz für das Rangieren der LKWs zu fehlen. Oh ja, siehst du? Ups, Schild. Ja, wir wissen uns aber zu helfen. Wir sind halt kreativ. Ja, der DAF, der macht das hier schon. Der macht es. Finde ich schon gut, dass wir da so ein bisschen Spielraum haben und ja, selber noch mal ein bisschen rumdödeln können. So, da hinten auch so eine schöne Raststätte. Kann ich nur empfehlen. Da schmeckt die Bockwurst richtig lecker. Wenn wir jetzt hier gerade langfahren. Richtig schöne, lange Bockwurst mit Bautzener Mostrich oder Senf. Ja, ihr könnt euch hier auch, was ist das hier, eine Pizzeria. Da hinten ist eine Pizzeria, hier ist ein Burgershop. Könnt ihr euch auch nochmal gönnen. Ich muss ja hier lang. Sieht schick aus hier. Ja, das ist wirklich eine schöne Raststätte. Mit der Tankstelle hier, sieht gut aus. So, dann lass uns aber auf die Autobahn fahren. Ich habe jetzt gar nicht so richtig raufgeguckt, wo wir hinfahren. Aber ist auch egal. Hier haben wir auch einen leichten KI-Verkehr, wa? Ja. Ein bisschen Traffic auf 2. Und ich habe hier diesen World Traffic Mod noch zusätzlich drin. Soll ja ein bisschen was passieren hier auf der Strecke, ne? So, wir machen mal Tempomat rein. Auf 80. Schlürfen nebenbei ein bisschen mein Käffchen. Und da oben fliegt ein Flieger. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so mal ein bisschen Revue passieren lasse, auf welche Maps ich jetzt sehr gerne unterwegs bin. Natürlich, Promods gehört immer wieder dazu, wobei ich aber auch gerade, wenn ich die Außenbereiche so lang fahre, merke, da ist schon sehr, sehr viel, ja, der Zahn der Zeit hat da schon ein bisschen dran genagt, ne? Muss man auch wirklich sagen. Die RPM-Map, sehr schick, und die fahre ich hier, weil die für mich mit am meisten Potenzial hat. Ja, wenn hier Deutschland überarbeitet wurde und die hier einfach auf der Standardkarte hier immer wieder schöne Wege reinbauen. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, die B96 einfach mal richtig reingeknallt. Ja, die von Osten, von Nord nach Süd geht. Ja, wäre auf jeden Fall so ein, das B96-Projekt. So, mal gucken, ob wir hier war nicht clever von uns, ne? Oder irgendwelche anderen Straßen. Finde ich sehr interessant. Aber man merkt schon hier, ja, performancemäßig. Ja, schon am Lümmelt. Ja, wird Zeit, dass. Aber hier, die ganzen Fahrzeuge da jetzt, die langfahren auf der Autobahn. Ja, ist schon. Da kracht schon ordentlich. Wo Traffic nur auf 2 ist. Man hätte es wahrscheinlich wieder auf 1 machen müssen. Muss ich auch ehrlich sagen, das ist besser, wenn ihr es auf 1 macht, wenn ihr den Traffic-Mod von DB drin habt. Ne, DB, DA, oder? Ach, was weiß ich. So, wir fahren in Richtung Hamburg. Wie ihr seht, muss ich sogar hier noch ein bisschen was freifahren. Ah, mit dem schönen 105er DAF, ey. Ach, ich finde das gerade richtig nice. Oh, was ist denn da los? Wir haben wie viele Fahrzeuge jetzt hier kommen. Pass auf, Staugefahr, Staugefahr. Uiuiuiui. Ey, bin ja mal gespannt, ob jetzt das hinhaut mit dem ganzen Reißverschluss. Schauen wir mal. Ach, wie sich das alles jetzt zustaut jetzt. Ja, Berufsverkehr, ne? Was willst du machen? Jetzt kommen die ganzen Leute, aber es rollt immer noch. Ja, so, schaffen die es dann noch? Wollen wir jetzt, Warnblinker kann ich jetzt ausmachen. Ich kann aber schon mal den Blinker reinsetzen. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt diesen LKW wieder fahre, ich finde das gerade so richtig fein, so richtig schick jetzt mit diesem alten LKW. So, ich glaube da vorne, warte mal, wir machen es anders. Ich glaube, die haben da vorne wieder ein leichtes Kommunikationsproblem.
Es hat nicht ge... Es gab zu keinem Zeitpunkt irgendwie Zweifel, dass ich es nicht hinkriege. Oh, ich muss aber sagen, das ist irgendwie total spannend heute hier. Auch gerade mit dem LKW hier lang zu kursen, finde ich echt, ja, eine runde Sache. Sollten wir vielleicht mehr so vielleicht, ja, mal wieder so im Hinterkopf behalten, ne? Hier mit auf der Map mit dem LKW herumcruisen. So, was haben wir denn eigentlich noch einen Kilometer? 51 Kilometer, na, sind wir doch gut in der Zeit. Ja, sind sehr gut in der Zeit. Man muss auch sagen, das zieht sich ja auch ein bisschen, ne? Ja, die Polizei, ich mag das, wenn überall irgendwo Einsatzfahrzeuge stehen. Irgendwo. Ja. Von mir aus könnte auch irgendwo ein Armeekonvoi stehen, der eine Straße, ja, verengt. Ja, weil da ein Panzer in die, ja, so eine Landstraße ein bisschen abgerutscht ist, ja. Oder Müllauto steht irgendwo da, ne, wo man dann halt nicht richtig vorbei kann. Ja, guck mal, hier auf der Seite staut sich das auch. Was macht denn der hier? Ziehen wir einfach mal vorbei, ne? Komm, Baby. Zieh einfach mal, komm. Naja, man merkt, er hat schon ein bisschen zu tun, ne? Also, da ist nicht... Uiuiui. Warum bremsen die ab? Schon ein bisschen komisch. Aber egal. So ist es manchmal, ne? Also das habe ich ja auch auf der Autobahn, wo ich jetzt Richtung Usedom gefahren bin. Aber ich habe auch gemerkt, auf einmal bremsen die ab. Du weißt gar nicht, warum. Aber grundsätzlich hatte ich wirklich sehr, sehr viel Glück, dass ich hier im Stau irgendwo gelandet bin. Und. Da bin ich echt immer froh. So, da vorne geht's wieder auf die... Autobahn. Ah, jetzt habe ich hier so eine... Na, jetzt hat er Angst gekriegt, ey. Jetzt haut er ab. Gut. Guter Mann. So. So fährt denn der jetzt hier rüber rum? Bin jetzt hier rüberfahren? Ach so, ich muss einfach so. Aha, wir sind in Hamburg. Ey, das ist aber, Freunde, es ist aber gerade so richtig fein hier, wie wir hier lang cruisen. Sehr viel Verkehr. Ja, man merkt, wie es hier anfängt, so leicht zu ruckeln, ne? Seht ihr das? Ja, ja. So, was haben wir da vorne jetzt wieder? Ah. Zählt jetzt wieder nicht viel, ne? Wo sind wir denn jetzt hier? Da hinten? Wir haben eigentlich jetzt nicht mehr weit zum Fahren. Jetzt sag nicht die Straße irgendwie. Ey, schau mal. Wir schauen mal, was da vorne los ist. Erstmal hier staut sich alles. Und hier staut sich auch alles. Aha, aha, aha. Ah, läuft ja. Müssen wir jetzt die erste abfahren oder die erste müssen wir abfahren? Können wir ja eigentlich ausmachen, ne? Normalerweise sollte das doch jetzt eigentlich ratzifatzi gehen. Ich schau mal, wie ist denn das? Ach, Jemini. Ach, Jemini, das ist ja hier das Problem mit der... Ach, Jemini. Es dauert ja ewig. Es dauert ja ewig und drei Tage.
Warte mal. Das dauert ewig und 3 Tage. Pass auf, wir machen es anders. Das ist jetzt. Ach, hier lag ja jemand. Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Also Stausimulator können wir auf jeden Fall dann mal. Jetzt würden wir wahrscheinlich hier eine halbe Ewigkeit warten. Stausimulator können wir machen, wenn wir das nächste Mal im Livestream sind. Dann können wir hier schön im Stau stehen. Aber nicht hier im Video. Da will ich nicht im Stau stehen. So, wir müssen unterirdisch hier langfahren. Ich glaube, das ist alles von. Nicht von. Das ist von STS alles hier. Ja, aber wenn die hier oben alles eingebaut haben und man merkt, dass STS hier fertig ist, ja, dann kann man natürlich hier auch noch ein paar Gimmicks hier einbauen hier am. Ne? So, der lässt uns. Guter Mann. Hier mit den schönen Schiffen hier alles. Ach, herrlich. Wir sind jetzt nämlich ganz normal im Hamburger Hafen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Hamburger Hafen so in der Art aussieht. Kann ich euch gar nicht sagen. So, lecker Schlecker Kaffee. Ja, ich sollte vielleicht nächstes Mal hier mit 1 Traffic machen. Das ist dann schon angenehmer zu fahren. So, wir sind aber erstmal hier. Und jetzt wollen wir mal gucken. Wir müssen jetzt einfach hier, glaube ich, erstmal auf den Port rauffahren. Genau. Genau. Mal, welche Einfahrt ist denn die richtige? Ist, glaube ich, egal, ne? Ja, ist völlig egal. Uiuiui. Lass mal hart in die Eisen gehen. So, Sicherheitskontrolle natürlich positiv abgeschlossen. Darf ich hier überhaupt auf die Sperrfläche fahren oder? Welche darf ich denn hier benutzen? War mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt die richtige fahre oder nicht. Hat ja auch keiner gesehen, kann ja auch keiner meckern. So, hier vorne müssen wir hin. Aber es hat mir jetzt richtig viel Laune, mit diesem DAF zu fahren. So, wenn ich hier den Poller sehe, dann muss ich wahrscheinlich hier hin. So, wo stellt er uns hin? Da ist, ne? Machen wir so, Mann. So, Miezekatze ist da. Können wir doch irgendwo hier so durchfahren, ne? Oder? Wo ist das? Hä? Wo ist denn das? Ach, wir müssen hier reinfahren. Oh je, oh je, oh je. Wir fahren jetzt erstmal hier so durch. Man muss aber sagen, das ruckelt jetzt ja aber ordentlich hier. So, ich denke mal, das ist richtig jetzt so. Haben wir uns ja was ausgesucht hier. Ja, dürfte eigentlich. Ich weiß nicht, ob das klappt, ob der Kran das alles aufnehmen kann, aber diese Verlademöglichkeit jetzt hier finde ich nice.
jetzt los hier? Ist ja wohl Platz, Mensch, das Kinder hier. Was will der von mir? Wir hätten vielleicht mal auf der anderen Seite auch noch gucken sollen, ne? Na, läuft er wieder hier. Wir müssen jetzt sehr, sehr eng hier lang fahren. Sind wir schon dran? Echt? Okay. Gut, alles klar. Also, wir sind im DAF unterwegs. Ob ich heute live bin, gucken wir mal. Vielleicht, aber das nächste Mal am Sonntag. Da sind wir wieder auf der ganz normalen Trucker-Tour unterwegs, Sonntagstour. Und ey, ich fand das echt schön mit den Containern von Bremen nach Hamburg zu fahren. Lasst ein Däumchen da, würde mich auf jeden Fall freuen und checkt mal aus, ob ich vielleicht heute live bin, spätestens Sonntag wieder. Ich würde mich freuen. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.